willkommen zu Here They Lie. Für alle Zartbeseiteten oder keine Horrorfans sollten jetzt vielleicht dann abschalten. Nun gut gemeinter Rat. Quälen wir uns doch mal wieder ein bisschen. Wird witzig. Hoffentlich. So, dann schaue ich noch und dann. Kinderlachen, ich hasse Kinderlachen in Spielen. Ich hasse keine Kinder, aber ich hasse Kinderlachen in Spielen. Besonders in Horrorspielen. Ich habe mir nur schnell was zum Trinken, bin sofort da. Warte ganz kurz, ich muss so schnell was einstellen. Ich hoffe, der Ton passt, weil ich kann das gerade nicht kontrollieren. Lass mal was trinken. Ich würde sagen, neues Spiel. Ich muss ehrlich sagen, ein bisschen Schiss habe ich schon, aber tja, nee, wird witzig. Here They Lie. Nett. Das wird spaßig.
Ich dachte, ich wäre über dich hinweg. Aber ich muss zugeben, es war toll, dich nach all der Zeit wiederzusehen. Vielleicht habe ich mich doch geirrt. Ich weiß nicht. Ist wirklich nicht leicht. Komm zu mir, wenn du dich entschieden hast. Okay, sorry Leute, ich muss bloß kurz mein Headset anstecken. Tja. Erinnert mich doch irgendwie an Wien, oder? Entschuldigung. Das werden ja alle in Wien mich hassen. Also, ich meine, dafür, dass das ja eigentlich ein VR-Spiel ist, ist es mal... Wow, Lemio. Also die Grafik ist schon mal richtig episch. Ihr seht es leider noch nicht, aber ich... Alter, Leo. Yay, Burning on Fire! Muss ich da lang gehen? Ich will kein Grilled Chicken sein. Lass mich in Ruhe. Ich weiß ja nicht, was ich angestellt habe, aber... Ich muss sagen, ich habe es gestern schon kurz angespielt. Okay. Hi. Er ist dir auf der Spur. Du musst dich beeilen. Wer ist mir auf der Spur? Mein Ego? Ich weiß, es hat mich wahnsinnig lieb. Gecancelt, gecancelt, gecancelt. Ach, wie nett. Tja. Office. Tür zu, Tür zu, Tür zu. Okay, dann halt nicht. Telefon, da. Buddy, seit wann bist du wieder in der Stadt? Wie geht's dir? Mann, wenn du schon hier bist, müssen wir uns treffen. Einfach mal wieder um die Häuser ziehen, so wie früher. Ich muss bloß rausfinden, wo zur Hölle ich bin. Die Straßen sehen so anders aus. Was steht denn da? Schau, was ich für dich gemacht habe, sagte der Schäfer. Es war ein Ding aus Spucke und Schmutz und Asche. Und es drehte seinen hübschen Kopf und lächelte mit Zähnen, die nicht seine eigenen waren. Okay. Da freut man sich. Da liegt eine Zeitung, die man kaum lesen kann. Okay. Oh Gott, ey. Das ist kein Zimmer, das ist... Er sollte sich nicht verspäten. Nicht dieses Mal. Hey, warte. Hey, ich bin nicht so schnell. Keine Ahnung warum, aber... Okay, Körper habe ich. Der rennt völlig gechillt. Anstatt er rennt. Nö. Hello. Will ich wissen, was das war? Nein, ich geh jetzt einfach mal hier lang. Hi, kann ich da durch? Bitte? Danke. Nein? Okay. Oder muss ich da lang? No entry. Ich liebe Sachen, wo drauf steht kein Durchgang. Hm.
Nein, danke. Nein. Mm-mm. Mm-mm. Da gehe ich nicht lang. Da gehe ich nicht lang. Komische Musik und dunkler Gang. Ist meistens nicht so sexy. Durch das Trading kann ich auch nicht durch, okay. Erstmal Kippen holen. Kippen holen. Kippen holen. Keine Kippen. Oh, verdammt. Okay. Ich habe auch schon mal saubere. Ey, da ist eine Kiste. Ist da was? Sphäre. Du lebst, Sphäre. Alter. Genieß, was du willst. Wer weiß, was morgen ist. Heute ist die Scheißlücke. Gestern ist vorbei und schon 2000, 5000 Jahre her. Glaub an eine Wahrheit oder eine Lüge. Manche leben, manche sterben. Oh Gott, das sind wir? Ach du Scheiße. Lach drüber. Das ist ein Witz. Auf Bitten guter Freunde, die sich das ebenfalls runtergeladen haben und auch schon dezent weiter sind als ich, habe ich mich entschieden, es dazu belassen und es auch mal runterzuladen. Und erst wollte ich ja nicht privat spielen, aber ich habe mich dann doch dezent umentschieden, es zu streamen. Schon erwähnt, dass ich Kinderlachen in Horrorspielen hasse. Das ist ein Fahrrad. Wir sind Schatten von Schatten von Schatten, 1000 Generationen von Schatten, flackernd an den nackten Höhlenwänden. Wenn du ganz fest die Augen schließt, erinnerst du dich vielleicht daran, welcher davon du warst. Alter. Es ist jetzt schon mega heavy. Aber das im VR, ich glaube, ich würde einen Herzinfarkt kriegen, Mann. Ein Freund von mir will sich nächsten Monat die VR holen, die VR-Brille. Da wünsche ich dem mal viel Spaß. Ich schätze mal, wenn ich das Spiel durch habe, brauche ich einen Therapeuten. Oder 50 Millionen Liter Baldrian. Okay, da kann man nicht rein, kann man da wenigstens. Ja, runter gucken kann man, gut. Ich sage es gleich, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wenn es jemand weiß, darf es mir gerne in den Chat schreiben. Ne? Nicht, dass ich hier 50 Millionen Jahre umsonst immer dumm irre. Irgendwie habe ich dauernd das Gefühl, als würde ich in die verkehrte Richtung laufen. Und anscheinend jagt uns irgendwas. Und ich habe noch nicht ganz raus, was uns jagt. Ob die Frau uns jagt, ob der Mann uns jagt, der mich vorhin angerufen hat, oder ob es der Teufel ist persönliches, ich habe keinen Plan. Da bin ich rausgekommen, da gehe ich nicht nochmal, oder? Warte mal. Na, ich glaube, von da bin ich gekommen, ja. Ja, ich bin wieder zum Anfang gelaufen. Verflucht. Telefon. Hallo? Hey, sorry, die Verbindung war kurz weg. Also, warum bist du zurück? Oh, warte mal kurz. Du bist hier wegen Dana. Du Fuchs. Und?
Kommt ihr etwa wieder zusammen? Was war das? Ist da jemand bei dir? Ach, ganz cool. Alter, jetzt reicht's aber. Komm raus, dann kriegst du einen Kinnhaken. Hör auf damit, hab ich gesagt. Hab mir keine Manieren beigebracht. Komm. Kommst jetzt her. Hallo. Hey. Wo bist du denn jetzt überhaupt? War das eine Überwachungskamera? Hi. So. Ja, ich verzieh mich ja schon. Halt die Klappe. Bist jetzt ruhig. Das ist nicht sexy. Hör auf damit. Wie gesagt, wenn jemand den Weg weiß oder weiß, was uns jagt, der könnte es mir gerne in den Chat schreiben. Okay, jetzt wird es langsam echt creepy. Ich habe nämlich das Gefühl, dass desto weiter wir laufen, desto heftiger es wird. Also ich gehe nicht ins Dunkle, ich versuche möglichst im Hellen zu bleiben. Ihr könnt mich gern... Tase oder sonst was. Ey, da ist die Frau wieder. Nice. Ist das wirklich so gewesen? Ich kann mich so schwer erinnern. Jetzt ist sie weg. Hallo, Buddy. Was? Dana war da? Gerade eben? Warum telefonierst du denn mit mir? Halt dich ran! Du verpasst doch deine Chance! Da Dana kommt und geht, wann sie will, schätze ich mal, dass sie ein Geist ist und ich im Geist nachjage. Okay, Dana, und wie bist du darüber gekommen? Die Fragen aller Fragen. Enge. Oh oh. Ich hab keine Angst. Ich bin völlig gechillt. Von wegen, ich bin mega angespannt gerade. Rennen kann ich auch nicht mehr. Also schnell laufen. Alter. Was zum verfluchten Käse war denn das? Alter. Ist mir doch gerade fast mein Herz in die Hose gerutscht, aber auch nur fast. Heiliger. Ich werfe jetzt einfach nur weiter. Ich drehe mich nicht um. Ich drehe mich nicht um, das könnt ihr vergessen. Einen Scheiß werde ich tun, von wegen mich umdrehen. Wüsste ich allerdings auch gern. Keine Taschenlampe, gar nichts. Oh fuck.
Okay, Leute, ich sag dann schon mal im Vornherein, sollte mir das so krass werden, werde ich es auf ein anderes Spiel setten, weil ich bin nicht unbedingt der Horror-Fan. Alter, die sind alle verbrannt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich sitze hier in der Falle wie ein Kater in der Katzenbox. Ich mach mal ein bisschen heller, wartet mal kurz, ich sehe nämlich kaum was. Jetzt bin ich hier wieder drin, ja, und? Ach so, da geht's weiter. Alter, mein Herz, Leute, heilige Scheiße. Ich weiß, ich sollte nicht fluchen, aber leck mich am Arsch, was war denn das, Mann? Habt ihr das Tierchen da unten gesehen? Ich gehe da nicht lang. Ich warte, bis das Viech hier irgendwie vorbeiläuft und dann versuche ich da wegzukommen. Oh Gott, mein Herz, Leute. Nein. Wie komme ich jetzt an dem Viech vorbei? Weil es wird mich 100 Pro fressen wollen zum Frühstück. Ne? Können wir nicht auf Mörderschatten wechseln, bitte? Schatten des Krieges, Mittelerde. Okay, wir werden gleich auf ein anderes Spiel wechseln, weil ich werde dann mal ganz gechillt mal kurz was probieren. Komm her, du Misti, und fress mich endlich. Komm her. Komm her. Fast gedacht, dass das mich umbringt. Vielen, vielen Dank fürs Follow und hi, schön dich zu sehen. Und ich bin soeben gestorben. Hast du dir ein super Spiel ausgesucht zum Reinschauen? Mann. Ach so, ich muss da weiter. Bin das ich oder wer ist das? Kann ich nicht da wieder lang gehen? Es ist sicher super. Okay. Und ich habe einen Facebook-Post gelesen und auch in meiner Chronik veröffentlicht. Und das ist super, super lieb. Vielen, vielen Dank, dass du mich hörst. Falls du dich wunderst, warum ich immer... Also für euch ist es ja, dass ich dahin gucke. Dabei gucke ich da. Da in die Ecke irgendwo, weil da mein...
Wie soll ich an dem Viech vorbeikommen? Das macht Schaschlik aus mir. Hab mir ja gerade gesehen. Ich muss es nur ein bisschen heller stellen. Warte mal kurz, Leute. Das macht mir gerade ein bisschen Gaga im Kopf. Ah, haha. Das hätte man mir auch eher sein können, so eine scheiß verfickte Taschenlampe habe. Klar, super Idee, im Licht stehen bleiben. Ja, da kann ich nicht vorbei, da frisst mich das Viech. Hahaha, ja, geiles Spiel schon, nur ist es teilweise echt heftig. Vor allem, du kleiner Schlumpfbahnhauser, hättest mir sagen können, dass mir eine Taschenlampe hat. Beziehungsweise, wie weit bist du hier gekommen? Auch bei diesen netten, verkohlten Menschen? Oder hast du mal schon weitergespielt? Oder habt ihr weitergespielt? Ihr habt es ja zu zweit gespielt. Warte kurz. Ich muss eine Nachricht beantworten. Ja, Angst ist es nicht direkt. Ich überlege bloß die ganze Zeit, wie ich an diesem blöden Viech da unten vorbeikomme. Was mich also wahnsinnig gern zum Fressen hat. Okay, schon ein bisschen weiter als ich, okay. Wie bist du an dem Viech vorbeigekommen? Schön weiterlaufen, schön weiterlaufen, schön weiterlaufen. Und ja, Leute, mein Puls ist gerade verdammt hoch. Oh nein. Oh verdammt, im Ernst? Vorbeischleichen und laufen. Ich lach später. Leute, wenn ich das durch habe, dann spielt ihr das demnächst durch, klar? Oh, verdammt. Wünsche euch zu. Cool, gell? Ja. Ja, keine Waffe ab, macht mich wahnsinnig. Wenn ich wenigstens eine Waffe hätte, wäre es ja ein bisschen cooler, aber nein.
Boah, das Spiel im VR. Nee, Leute, da steige ich. Das könnte dann schön alleine spielen. Was? Was? Batterie nachfüllen? Ach du Scheiße. Hi. Könnt ihr mal im Internet gucken, wie lange das Spiel geht? Das wäre super nice. Damit ich weiß, wie lange ich überleben muss. Da ist ein Foto. Ich hatte so ein kleines Glühwürmchen-Spielzeug. Und ich habe es auf die Lampe getan und so, damit es nachts leuchtet. Dann blieb es schön warm und der Raum war da nicht so dunkel. Ich mochte keine dunklen Räume, wegen dem Gruselfilm. Ich wusste, die waren nicht echt, aber... Als Kind stellt man sich eben alle möglichen Sachen vor. Keine Ahnung, wo mein Glühwürmchen ist. Ist wohl verloren gegangen. Naja, normalerweise ist es ja so. Das ist meist. Ja, weißt du was? Hörst drauf. Sterben werde ich so oder so. Bis zum. Endlich kommst du nach Hause und alles ist total daneben. Irgendwer war in deiner Wohnung, hat dein Zeug angefasst, hat Scheiß liegen gelassen, der nicht dir gehört. Und das Mädchen an der Tür sagt bloß: Nein, Schatz, nein, alles in Ordnung. Du hast es bloß vergessen. Bitte, Baby. 2 Stunden? Oh, das wird ja putzig. Ja, dann habe ich ja noch 1,5. Da draußen wartet dieses Mistvieh. Oh, das ist putzig. Nicht bücken oder so. Oder ducken. Kann ich den nächsten anmachen zum Ablenken? Nein, warum? Ich hatte so ein kleines Glühwürmchen-Spielzeug. Und ich habe es auf die Lampe getan. Kann mich irgendwer ablenken? Ein bisschen zumindest. Dann blieb es schön. Was schreiben, oder? Der Raum war da nicht so dunkel. Ich mochte keine dunklen Räume, wegen dem Gruselfilm. Ich wusste, die waren nicht echt, aber als Kind stellt man sich eben alle möglichen Sachen vor. Keine Ahnung, wo mein Glühwürmchen ist. Ist wohl verloren gegangen. Wird noch heftiger. Ach, wie geil. Hi, na? Hast du mich vermisst? Ich dich nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Friss was anderes. Friss wen anders. Lässt mich jetzt gefälligst in Ruhe. What the fuck? What the fuck? Eins von vorne, eins von hinten. Ey, wird ja immer besser. Mann, da freut man sich. Was zum Fick ist das hier eigentlich für eine Stadt, Mann? Nee, Leute, also ohne Scheiß, ich werde das hier nicht durchspielen. Das könnt ihr vergessen. Ich bin sowieso kein... Einfach cool bleiben. Ihr müsst es ja nicht spielen, Mann. Ich hab dir zugehört, wie Steff es oder wie ihr beide es gespielt habt. Und du bist schon fast in einem Herzinfarkt gestorben. Und jetzt soll ich es durchspielen und cool bleiben? Klar, ist ja voll easy. Ich hab noch nicht mal eine verdammte Waffe, um mich zu verteidigen. Lauf mal die Straße runter, dann siehst du, wie die Leute ticken. Ich hasse das Wort Harz.
Aber manchmal muss man die Leute einfach hassen, weil sie eben so sind, wie sie sind. Und nicht, weil sie von ihren Eltern so erzogen wurden, sondern weil sie sich mit Absicht so verhalten. Obwohl ihre Eltern sie gut behandelt haben, sind sie bewusst böse und alles, weil es nicht nach ihren Vorstellungen läuft. Eine Lampe. Toll. Die aber nichts macht. Weil ich schätze mal, die Lampe hält die Viecher nicht auf. Oder? Na, ich könnte zumindest mal testen. Wo ist so ein blödes Mystery? Dann mal gehöre ich in die... Alter! Alles entwickelt sich weiter. Menschen sind da ja keine Ausnahme. Wir entwickeln uns weiter und so weiter. Wir müssen über die aktuelle Phase hinaus wachsen. Die Menschheit ist auf Kollisionskurs mit, naja, der Außenwelt. Wirklich alle, mit denen ich rede, wissen. Keiner scheint was dagegen tun zu können. Ich akzeptiere halt, dass wir alle irgendwann sterben. Und wir sollten einfach das Beste daraus machen. Wenn man einsieht, dass Leben und Tod nur zwei Seiten derselben Münze sind, muss niemand mehr Angst haben. Bist schon weiter als wir, eine Lampe, nur Licht. Aber habt ihr das gerade gesehen, Mann? Dass einem nicht das Herz in der Hose stecken bleiben? Was auch immer da war, das soll mich in Ruhe lassen. Also das hat eine MG für mich. Oder Pistole, oder eine Axt. Oder ein Hammer. Und ich stecke in der scheiß Sackgasse fest. Ach, wie putzig. Eine Lampe, nur Licht. Ja, es ist. Und ich... Leute, ihr wisst, dass ich normalerweise der Typ bin, der so zu seiner Bord steht, aber ich halt so eine Scheiße nicht durch, Mann. Im Ernst, ich hab grad echt gedacht, mir da ein Herzinfarkt, Mann. Wir können gerne die nächsten Tage Daylight oder so zocken, da wird mir auch noch ordentlich das Herz in die Hose rutschen, aber das kenne ich wenigstens schon. Das hier ist mir komplett fremd. Außerdem habe ich keinen Plan, wohin ich überhaupt laufe oder warum ich weglaufe. Das ist ja das, was mich ein bisschen gar keine Birne macht. Ich weiß bloß, dass irgendein Typ mich verfolgt. Ja, wow. Ich weiß aber auch nicht, warum er mich verfolgt. Und ich muss die ganze Zeit anscheinend... Das erinnert mich irgendwie ganz schräg an eine ganz, ganz schräge Sache von Outlast. Dass es irgendein billiger Abklatsch von Outlast ist. Nur anders halt nur in der Stadt inszeniert und anstatt wahnsinnige Irre sind da Viecher, die einen fressen wollen. Genau, das Bild habe ich mir schon angeguckt. Und kann es sein, dass der Typ träumt?
aus dem Lauf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die ganze Zeit nur im Kreis laufe. Da würde ich gern hoch, aber ich kann nicht. Das wollt ihr euch in VR antun? Ganz ehrlich, wenn ihr das euch wirklich in VR antut und dann in VR sogar durchspielt, Leute, dann habt ihr meinen übelsten Respekt. Ist aber cool, wenn man sich schreckt, ne? Der träumt nicht. Ach, der träumt nicht? Ach, wie geil. Dann ist er die ganze Zeit bei vollem Bewusstsein. Ach, wie putzig. Ne, wir laufen hier mal weiter. Ja, fix vorher. Mhm. Mal weg. Ne? Folge einfach mal die Glühwürmchen hier am Boden. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Ihr könnt mich mal, ihr könnt mich mal, la 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 la, ihr könnt mich mal, ihr könnt mich mal, la 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 la. Ja, na, ja. Verdammt, Mistviecher. Hier ist eine komische Sonne. Und ich erwache immer wieder hier. Okay, das Licht haben wir jetzt gelernt, das bringt einen Scheißdreck. Außer, dass die Mistviecher dich dann sofort sehen. Ich muss aber da lang. Nur ist die Frage, wie komme ich da hin? Und wie war euer Tag bis jetzt? Wir finden den Stream cool. Das freut mich wirklich, das freut mich sehr sogar, weil ihr euch wahrscheinlich komplett totlacht, wenn der liebe Conny sich erschreckt, ne? Ich weiß ja nicht, sind die Mistviecher vor mir, sind die hinter mir, ich habe keinen Plan, wo die sind. Das macht mich ein bisschen wucki im Kopf, aber nur ein bisschen. Mein Gefühl sagt mir, ich muss hier lang. Nur da vorne ist das Mistvieh. Und
da sind vor allem zwei von diesen Mistviechern. Wie soll ich nah an zwei vorbeikommen? Ja, nix, ich bin nichts witzig, wenn du. Ja, ja, das denke ich mir. Und der ist genau da, wo wir lang müssen. Leck mich doch am Arsch. Weißt du was, wenn ihr das im VR streamt, dann werde ich bei euch zu Hause sein und ich werde mich totlachen. Nee? Mir gesagt, wenn ich jetzt noch einmal sterbe, mache ich es aus. Dann hat sich's für mich erledigt. Paranormal Activity, ja, das spiele ich wahrscheinlich sogar lieber als das hier. Obwohl Paranormal Activity schon relativ heftig wird, glaube ich. Oh fuck. Stimmt, ich habe den zweiten da unten ja vergessen. Wie komme ich an dem Typen da unten vorbei? Das hat sich natürlich keiner überlegt, ne? Nur ihr lieben Wurzelbrecher. Hat jemand von euch eine Idee, wie ich da an dem vorbeikomme? Nee, ne? Ja, ich auch nicht. Ist das heftigste Horror-VR. Ach, wie nett.
Ihr habt zwar sowieso einen Schuss in der Optik, aber okay. Das meine ich jetzt positiv, nicht negativ. Jetzt mal im Ernst, könnt mir mal kurz irgendwer erklären, wie ich an dem Viech da unten vorbeikomme? Da oben läuft eins rum und da unten steht eins. Weiterlaufen. Ja, ich habe ja gesagt, wenn ich nur einmal sterbe, mache ich es aus, ne? Bist du hübsch? Nicht. Normalerweise in Real Life würde ich dir so eine mitgeben, du Mistvieh. Na, ja, lass mich raten. So weit seid ihr noch gar nicht, oder? Es war scheiß auf. Tschüss. Schön war's mit dir. Brav bist. Danke. Super Dog mit euch gehabt. Ich hab keinen Bock mit euch zu spüren. Halleluja. Bin jetzt tot. Ist das Spiel zu Ende? Darf ich nach Hause gehen? Oh. Wo bin ich denn hier gelandet? Haha. Blasebalg. Haha, ich bin aus der Stadt raus. Ich werde es gleich bereuen. Warum haben Dana und du eigentlich Schluss gemacht? Ihr habt so gut zusammengepasst, weißt du? Das perfekte Paar. Ich kann sie mir mit keinem anderen vorstellen. Aber, hey, hattest kaum Zeit. Glaub mir, ich weiß das. Da ist sie ja. Ja, das wird mega heftig. Aber ich bin schon weiter als ihr. Hahaha. Und das eigentlich für einen Typ, der Horrorspiele über alles hasst. Also nicht hasst, aber ungern spielt. Yeah, Mann. Disco, Disco, Disco. Ich hab die Stadt überlebt. Ich hab die Stadt überlebt. Was wirft sie eigentlich die ganze Zeit dafür Zettel weg? Sind wir tot? Oh. Werden wir vermisst? Oh nein. Was, oh nein? Hallo? Sweetie? Du leuchtest. Kannst du nicht bei mir bleiben? Nicht weglaufen! Nein! Hey! Lass mich hier nicht alleine, Mann. Das sind so komische Viecher hinter mir. Nein. Ich wette, da ist irgendein Mistvieh hinter mir, ne? Ich kann jetzt leider nicht zurückgucken und ich werde auch nicht zurückgucken, weil das Viech mich wahrscheinlich, sobald ich stehen bleibe, frisst. Oder wieder erschlägt oder was auch immer es macht. Und es klingt, als würde es immer näher kommen, ne?
Ja, nee, ist klar. Jetzt darf ich da rein, oder was? Ich bin den ganzen Scheißweg nur wegen Batterien gelaufen. Alter, wird ja immer besser. Ich werde auch gleich ausmachen. Oh fuck. Ich bin nicht da. Na. Wer ist dafür, dass ich jetzt aufhöre und morgen weiter streame? Der macht jetzt bitte ein Smiley oder ein Däumchen, oder? Däumchen nach oben ist... Ich stream morgen, Däumchen nach unten ist, ich muss weiter streamen. Okay? Wäre cool. Nee, ich bin im Feuer, ist noch schlimmer. Ey, was? Ich weiß. Boah, Leute, wenn ihr wüsstet, wie scheiß angespannt ich gerade bin, Mann. Mach halt mal Pause. Ich weiß, man sollte nach einer eine Stunde Stream eine Viertelstunde Pause machen, aber Nee. Ich habe meine Dampfe nicht da, ich habe nichts zum Rauchen, es ist dezent scheiße. Und tschüss, Kumpel. Und tschüss. Schön war's mit dir. Braver Junge. Braver Wuffi. Schön zu Hause bleiben. Lauf wieder nach Hause. Lauf nach Hause. Sei ein braver Wuffi. Ich kann. Ah, sie hat Angst. Das Viech hat Angst vor ihr. Okay.
Ja, nee, ist klar. Sie muss natürlich, anstatt mich zu begrüßen, mit mir zu reden, wieder wegrennen, damit das Viech mich wieder jagen kann. Ist klar. Als du gegangen bist, hast du all deine Sachen zurückgelassen. Ich habe alles übereinander gestapelt. Ein kleines Kunstprojekt draus gemacht. Keine Ahnung. Ich dachte, so könnte ich herausfinden, wo der Fehler lag. Ein Teil der Schuld liegt auch bei mir. Ich kann kompliziert sein. Aber ich habe dich nie aufgegeben. Und das tut wohl am allermeisten weh. Dass du uns aufgegeben hast. Tschüssikowski. Ich laufe da mal ins Licht, weil ich glaube, das Viech hat ein bisschen Angst vor Licht. Seine Freunde sagten, er soll rauskommen und spielen, und sie führten ihn weit weg, von wo niemand auch nur einen Murks hören konnte. Und sie taten ihm fürchterlich weh, sie haben ihn gebrochen, bis er nach seiner Mama weinte, mit eingeschlagenen Zähnen und komplett zerschnitten. Ei. Bist du jetzt sowas wie... Du bist wahrscheinlich den Typ, den sie die Zähne eingeschlagen haben und komplett zerschnitten, kann das sein? Du tust mir jetzt also nichts, du willst also... Okay, die Geste vergessen wir mal ganz schnell, ne? Weil, wegen Kinderfreundlichkeit und so. Lässt du mich vorbei oder haust du mir deine Zähne ein? Hm? Ja. Kumpel? Du weißt, wie es so lang geht, oder Kumpel? Könntest du mir dezent den Weg weisen? Ich weiß ja, dass du mir jetzt nichts tust. Könntest du mir trotzdem den Weg weisen? Das wäre mega nice von dir. Muss ich da lang? Ja? Geht's da lang? Du musst dir nicht die ganze Zeit deine Eier kraulen. Ich weiß, dass du Eier hast. Geht's? Ich hab dich was gefragt. Geht es jetzt da lang oder nicht? Okay, gut, passt. Dann gehen wir halt mal da lang. Ist okay. Ist okay. Laufen wir mal ein bisschen schneller. Ein bisschen Taschenlampe an. Hast du Freunde hier unten, oder? Wohnst du hier alleine? Was ist jetzt? Einfach geil. Ja, vor allem das Viech tut mir jetzt nichts mehr. Das finde ich schon mal recht erheiternd. Hey! Brücke. Der hat mir Batterien geschenkt. Ja, ist das geil. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Was auch immer du bist, ich sag einfach mal danke. Und danke, dass du mich nicht erneut die Bänder einschlägst. Die sieht ein bisschen wie Gollum aus. Ja, ein bisschen. Ein kleines bisschen. So. So, wir gehen mal weiter. Mein Schatz. Alle. Alle. Feel wow. Nein, lass sie nur Ruhe. Ich kann nicht
nichts machen, ich kann dir nicht helfen. Ich kann nichts machen, Mann. Der hat mir geholfen, lass ihn in Ruhe. Lässt du ihn jetzt in Ruhe? Komm schon, leg dich mit jemand an, der... Der Taschenlampe hat? Was? Was? Komm her, du halbes Hemd. Was? Nein, der hat mit... Nein, nein. Genau, perfekt. Denkst du, ich werde ihn schlagen? Er hat mir geholfen. Genau, perfekt. Und gleich nochmal. Ich werde doch... Der ist dann mal... Futsch. Was denn? Ich hab dir geholfen. Jetzt reg dich nicht auf. Du vielleicht auch eins aufs Maul? Hm? Darf ich jetzt weitergehen? Danke. Na? Vielleicht auch eins aufs Maul, du? Oder ihr? Hallo? Schaut mal. Lass mich raten, ich kann die Essenstange nicht mitnehmen. Nee, wäre auch zu schön. So. Da war irgendwas in mir, was die ganze Zeit gekämpft hat. So, gegen die negativen Energien in mir. Ach ja, dieses Stockholm-Syndrom. Ich hätte dieses Licht, das ich immer kämpfe. Immer nur darum, also... Ich werde nicht den Typen schlagen, der mich die ganze Zeit hilft. Was haben die gedacht? Wieder im Hellen, Leute, bin ich gerade happy, dass ich wieder im Hellen bin und nicht in diesem blöden, dunklen, beschissenen Drecksraum. Alter Finne. Der Typ geht mir auch auf die Nerven, Mann. Buddy, ich erzähl dir mal was. Mein Nachbar ließ jeden Abend seine Katze raus und sie jaulte und miaute draußen die halbe Nacht herum. Die ganze Nachbarschaft konnte nicht schlafen. Ich habe den Nachbarn gewarnt, aber er ließ die Katze trotzdem raus. Also habe ich was unternommen. Ich wollte es nicht, Buddy. Aber weißt du was? Es musste einfach sein. Dutsch, ich hab's fast gedacht. Bin ich jetzt gerade wahnsinnig geworden oder ich finde das gerade mega witzig? Tut der mir was? Kumpel? Also zu dem gehe ich schon mal nicht. Der sieht ein bisschen unfreundlich aus. Vor allem der haut mit Sachen zu. Und ich habe nichts mehr. Keine Eisenstange da. Nee. Ach du Scheiße. Tust du mir was? Ja, er tut mir was. Das ist nicht sexy. Lass mich raten, er läuft mir jetzt hinterher, oder? Ja, das Spiel ist extrem krank. Krank, einfach nur krank. Was ich aber auch nicht helfen kann, ist so krank. Ich kann nichts machen, Mann. Oh, ja, da will ich nicht lang. Da muss ich aber, glaube ich, lang.
Wie komme ich jetzt an den Typen vorbei, ohne noch mal eine reingeschenkt zu kriegen? Wenn jemand Tipps für mich hat, immer raus damit. Laufen wäre sowieso scheiße, weil das nämlich da oben nicht lang weitergeht. Hier muss ich, glaube ich, hin. Es gibt keine Wegbeschreibung. Gute Besserung. Hä? Geh bei der Frau weiter. Was? Okay, das heißt, ich muss wieder zu der Frau, oder was? Ja, aber das ist der Typ, der haut mir ja wieder eine rein. Na? Ja. Schon blöd, wenn man dich trifft, du Vollidiot, oder? Gib bei der Frau weiter. Ah, der Tipp war gut. Nicht. Jetzt werde ich nämlich doppelt verprügelt wahrscheinlich. Oh, ich sehe Sternchen. Ich sehe Sternchen. Bist du der erste Stimme, der auf meinen Kommentar geantwortet hat? Ja, normalerweise versuche ich es immer, wenn ich nicht gerade so heftig in dem Spiel vertieft bin, dass ich auf Kommentare eingehe und auch vorlese, aber es gelingt mir halt nicht immer. Ah, okay. Dir ist schon bewusst, dass du kein Papier drin hast und dass du... Ohne, dass du... Du kannst schreiben, wie du willst, da wird nichts rauskommen. Du hast kein Papier. Okay. Ich will das nicht mehr machen. Du sagtest, wir würden Spaß haben, aber dann bist du abgehauen und ich weiß nicht, wohin irgendwas kommt. Und oh Gott, bitte nicht meine Finger, nicht meine Finger, bitte. Okay. Da ist die Frau. Muss ich da rein oder wie oder was oder? Hey, ihr Wildschweine, könntet ihr mir bitte sagen, wie ich weiterkomme? Nee, ne? Klar. Wo ist denn der Typ hin, der eigentlich normalerweise gerne Sachen verprügelt? Leute, ist der hier irgendwo? Immer dem Schmetterling nach. Schmetterling? Hier ist kein Schmetterling. Da ist ein toter Vogel dann. Nee, halt Spinnenbahn ist. Oh, hi, ja. Cool. Ja. Yeah. Ich kenne Harry Potter Filme. Spinnen, ja. Immer den Spinnen nach. Mhm. Ist richtig fette Spinne, kam. Und tschüss. Ja, so geht's auch. Einfach über die Brüstung schmeißen.
Ach so, Kitty Litter, danke für den Host. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ist er jetzt tot? Ist er tot? Darf ich? Mal kurz so ein bisschen. Ups. Das finde ich wiederum witzig. Aber ich glaube, jetzt habe ich die richtig sauer gemacht. Ich glaube, das hätte ich nicht tun dürfen. Okay. Ach du Scheiße. Ja, dann guten Morgen, guten Abend. Was zum Heiligen aller. Ach du Scheiße. Ach du Heiliger. Sie entschieden, die Tür abzuschließen. Sie entschieden, sich selbst anzuzünden. Sie wollten, dass ich zusehe. Ach du Scheiße. Warte mal, ich mache wieder ein bisschen dunkler, dann kommt es ein bisschen besser. Ach du Heilige. Ah. Es ist nur dezent verstörend. Ja, schau mal, Licht, Licht, ganz viel Licht. Lass mich in Ruhe, du Warzenschwein. Der malt, okay, cool. Wie komme ich hier weiter? Oh, der hat eine Eisenstange. Ich verzuff mich. Wie heißt das so schön in Horrorspielen? Desto wohler du dich fühlst, wird's nachher. Also so ungefähr, wenn mein Bruder so 30 sein wird, wird es viel schlimmer sein. Keine interessiert es. Und es wird nur noch schlimmer. Ich bin schon weg, ich bin schon weg. Hab euch lieb. Für sein Kind, keine Ahnung. Welcher Teil war das denn mit den Spinnen? Warte mal. Ja, ich finde das grauenhaft. Es sollte dann keiner mehr leben. Vielleicht durch die Welt anzuschauen, das wäre... War das nicht in der Gefangene von Azkaban? Nee. Aber ansonsten finde ich, hat das Leben keinen richtigen Sinn. In welchem Teil von Harry Potter war denn das mit den Spinnen? Helft mir mal. 3. Au. 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 Ich glaube, das war die Rache, weil ich den einen Typen da vorne über die Brüstung geschmissen habe. Tja. Ich glaube, das mit dem Horror haben wir hinter uns. Ich glaube, jetzt ist bloß noch Rennen und Dings angesagt. Genau, jetzt sind die zwei Schweine. Hier waren noch vorne zwei Typen gestanden. Ich habe doch hier das Bild aus der Kiste genommen. Oder? Ich muss mich bei euch bedanken, dass ihr überhaupt so zahlreich da seid und mir gerne mal beim Gruseln zuguckt. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so gut war. Ich
Hilfst du mir jetzt oder bringst du mich um? Lässt du mich da rein und sperrst mich ein? Bitte, bitte, bitte. Lass mich da rein und sperr mich ein, bitte. Warum gehst du da wieder rein? Hä? Warum? Hallo? Du bist eine Witzfigur. Wieso sind diese komischen Viecher wieder da, oder was? Kann ich die auch runterschubsen? Nee. Was geht denn hier ab, Mann? Alter, was haben die denn genommen? Die wälzt sich dann in Glassplitter. Alter, was habt ihr denn genommen? Leute? LSD, ja, ich glaube auch. LSD, weißer Schnee, bla bla bla, bla bla bla. Okay, ich verzupfe mich hier mal, die sind mir ein bisschen zu krank drauf. Ich kann aber auch mit niemandem reden, Mann. Etwas Großes bewegt sich außerhalb der Realität. Etwas Schwarzes, Totes und Hungriges. Es glaubt nicht an Zeit. Es nagt sich seinen Weg hinein. Nagt sich seinen Weg durch die Mauer der Ewigkeit. Nagt sich seinen Weg in deinen Schädel. Eine Bad Trip, ja. Das auf jeden Fall. Oh, der lässt mich da nicht durch, weil er mir sonst eins über den Schädel zieht. Ach, wie geil. Und lass mich raten, ich muss da aber durch, ne? Ach, wie geil. Wie komme ich da jetzt durch? Weil sobald ich da versuche durchzugehen, haut der Typ mir jetzt auf die Fresse. Lass mich raten, ich soll da rein, oder? Haust du mir dann auf die Glocke oder lässt du mich in Ruhe? Ich wette mit euch 1 zu 1000, dass der mir gleich eins aufs Maul hat. Okay, er lässt mich in Ruhe. Warum hat er mir da im Vorhinein eins aufs Maul gehauen? Ach du Scheiße. Was wird denn das jetzt für ein Trip? Ich hasse sowas. Ja, nee, ist klar. Oh nein. Der hat ein Messer in der Hand. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Mach mir noch einen. Ich muss das Logo leider verdecken, weil sonst. Achso, ich dachte, der sticht auf mich an. Nein, der sticht auf den Vogel ein.
Alter, jetzt 3D-Optik. Ich bin ein Geist, ich bin tot. Jetzt bräuchte ich eine 3D-Brille, die ich nicht habe. Verdammt. Das wäre jetzt richtig geil, oder? Okay, die Schlange sich da. Ich würde meine Kamera jetzt gerne ausblenden, aber das geht nicht. Und... Alter, was passiert jetzt hier, Alter? Oh nein. Das halt mir. Alter, krass, ja, das denke ich mir auch gerade. Jetzt wieder diese komische Bulldogge. Alter Finne. Ja, ich schätze mal, ach, ich kann wieder gehen, das ist sehr gut, dass ich hier nicht lange erwünscht sein werde. Der macht da Liegestützen, okay, was machst du? Ach, okay. Was machst du, tötest du mich? Nö, Party feiern, okay, cool. Das ist eine Kuh, okay. Was zu... Im Ernst? Nachdem er in den Bauch des Ogres aufgestützt hatte, sah er, dass die Maid im Innern noch lebte. Sie lebte, aber sein Schwert hatte ihren Körper aufgerissen. All ihre schmutzigen Gedärme quollen auf den kalten Steinboden. Ihre zarten Finger versuchten, Panos sie wieder hineinzustopfen. Ich glaube, ich kauf's gleich. Buddy, wo steckst du? Ich bin in der Party. Ich dachte, du suchst nach Dana. Ja, was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß, oder? Oh Mann. Letztes Mal, als ich so drauf war, war ich so durch. Ich glaube, ich habe mich erschlagen. Oh Mann. Okay, egal. Ich muss los. Ich auch. Was? Jetzt bin ich in diesem komischen, verfickten Glaskasten? Hey Leute, ne? Ein bisschen tanzen? Ja? Voll cool, geil, tschüss. Ich komme mir gerade vor, als wäre ich ein Junkie auf LSD, Mann. Auf einen ziemlich miesen Trip. Hey Leute, na? Cool, ja? Ja. Okay, ich bin jetzt wieder hier. Hey, darf ich damit? Scheint nicht, oder? Hey, ich wollte bloß fragen, ob ich da mitmachen darf, Mann. Jetzt bleib mal cool. Penner. Statt zu antworten. Gib dir mir eine mit. Ach du Scheiß. Leck mich. Ach, leck mich. Tja, es soll ja auch nicht zu spaßig werden, ne?
Entschuldigung, Leute, muss kurz die Kamera richten. Irgendwie spackt das gerade ein bisschen. So. Perfekt. Wie, die macht nichts. Die haut mir sicher was mal, wenn ich da vorbeigehe. Ja, die macht nichts. Das XD dahinter macht mir nicht gerade ein bisschen. Außerdem sind da ja zwei, wie ihr gesehen habt. Ein Mann und eine Frau. Das heißt, wenn ich der Frau, eine Frau vorbeikomme, haut der Typ mir die Pappen ein. Ach ja, es geht jetzt einfach. Hey, Hübschen, na? Schöner Abend heute, gell? Wunderschön. Ja. Ja, hi! Ne? Au, verdammte Drecks. Hau jemand anders, lass mich in Ruhe. Oh, fuck it. Hi, na? Schöner Tag. Aua. Ich halt echt viel aus, ne? Anscheinend. Ich weiß gar nicht, muss ich, darf ich, kann ich? Danke. Mach die scheiß Tür zu. Muss ich hier ein Ticket zahlen? Ja? Hallo, ich will ein Ticket kaufen. Hey! Ja, du! Ich will ein Ticket kaufen. Für was auch immer, ich will was kaufen. Vielleicht lässt der mich dann da in Ruhe, wenn ich hier was kaufe. Du sollst dich nicht gerade zusätzlich was verkaufen. Okay, dann halt nicht. Dann hab mich halt gern. So. Hi. So verlangt es sich nach einer Weile nur noch nach den dreckigen Sachen. Die Schweine am Trog, das nackte, schwitzende Fleisch unter dem Ledergurt. Sich schauen alle zu ihr hoch mit dummen, ausdruckslosen Gesichtern und heraushängenden Zungen. Beobachte das, hübsche Vögelchen, es wird dich gut unterrichten. Wenn einer schlau aus diesen komischen Sätzen wird, dann bitte mir kurz übersetzen. Ich werde es nämlich gerade nicht. Mich verwirren die Sätze nur. Was ist denn? Telefon? Wo? Wo ist hier ein Telefon? Wo ist hier ein Telefon? Ach da. Buddy, ich hab ihn wieder gesehen. Das Feuer. Ich konnte kaum atmen. Hör zu, du sollst nur eins wissen. Egal wie schlimm es auch wird, ich bin für dich da. Das siehst du doch auch so, oder Buddy? Ich meine, wenn ich Ärger hätte, würdest du mir helfen, oder? Nö. Ja, das würdest du. Ich kenne dich ja noch nicht mal, du Schlumpf. Da hast du mir kennst du wieder rüber? Gut. Muss ich mich jetzt hier hinsetzen? Darf ich mich hier hinsetzen? Irgendwie, irgendwo?
Alter. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich will ihm helfen. Wieso kann ich ihm nicht helfen? Nein! Alter. Also eins ist schon mal klar, ich wollte es, ich werde es auch auf YouTube veröffentlichen, aber das ist definitiv erstmal ab 18. Alter, leck mich doch an. Ich kann ihm nicht mehr helfen, dann helfe ich. Wieso hilft mir eigentlich keiner? Statt die Leute, die ich raushole, mir helfen? Nein. Alter, das ist heavy für Metal, ohne Scheiß. Alter, wie viele Leute soll ich denn hier noch helfen, Mann? Also ich gehe nochmal weiter, weil das wird mir zu krass hier. Nein, ich will wieder rein. Okay, doch nicht. Was macht ihr mit mir? Leute? Okay, ich will einfach mal nichts von euch wissen. Lasst mich einfach nur in Ruhe. Flamingos! Liebe ist ein Wunder. Sie ist fordernd. Sie macht Angst. Sie befreit. Sie ist jeder Farbton des Regenbogens. Sie ist hell, sie ist dunkel. Liebe ist absolut notwendig. Ich meine, darum geht es, oder? Suchen wir nicht alle nach Liebe und hungern danach? Sie ist diejenige, die dir das angetan hat, oder es hat ihn, oder es ihn hat tun lassen. Kommt auch selber raus, aber sie hat die Fotos behalten, eine glänzende Schuhkarton voll im obersten Schrankfach für alle die langen, einsamen Nächte. Wer braucht denn schon alles in echt? War das ich? Wer zur Hölle war das?
Wer zum Fick war das? Er hat sie alle verbrannt. Leck mich. Da, wo ich gedacht habe, vielleicht mich ein bisschen sicherer zu fühlen, werde ich sofort wieder in den Arsch getreten. Ihr habt Bock auf Barbecue? Er wird stärker. Alles beginnt zu zerfallen. Püppchen, wie wär's, wenn du mal stehen bleibst und mir ein bisschen was erklärst? A, wo zur Hölle ich hier eigentlich bin und B, was ich hier eigentlich die ganze Zeit mache. Und warum ich hier bin. Du willst es nochmal versuchen? Damit es so wird, wie es vorher war? Ich weiß noch, als wir uns kennenlernten, da wolltest du die Welt erobern. Du hättest es fast geschafft. Aber dann hast du die Chance vertan. Warum glaubst du, dass du diesmal nicht denselben Fehler machst? Denkst du, ich krieg die Kamera ich jetzt ordentlich? Ich muss drüber nachdenken. Toll, jetzt ist noch mieser als davor. Vor wem laufe ich da eigentlich weg? Vor dem Teufel oder vor wem? Und was für eine verdrehte Welt ist das hier bitte, Mann? Toll. Vom Schönen ins Hässliche. Ach, wie geil. Das Telefon. Was erwartest du denn? Die Stadt hat kein Ende. Keine Pause für dich. Für mich oder irgendjemanden. Ich verstehe die Story auch nicht. Du musst da einfach raus. Du musst da einfach raus. Ja klar, komm, lass mich springen, dann hab ich's hinter mir, oder was? Oh, shit. Nein, nein, nein. Das ist sein Reich. Fuck. Könnt ihr mir ganz kurz jemand erklären, wessen Reich es ist? Und ich war mir fast sicher, das Ding war davor noch nicht da gestanden. Palast. Ja, nee, ist klar. Zurückgehen ist nicht. Okay. Serena Queen, laut deiner Angabe müsste das jetzt Spiel noch eine Viertelstunde gehen, dann hätte ich's durch, oder was? Oder wie? Okay, laut Internet. Lass mich raten. Am Ende kommt ein Plot-Twist, dass ich wahrscheinlich schon tot bin und der Teufel meine Seele jagt. Hahaha. Und ich deswegen in diese komischen Visionen oder was auch immer es ist, habe.
Hat er mein Telefon gesehen? Ich nicht. Da vorne. Buddy, oh Gott, er kommt. Sieh ihn bloß nicht an, Buddy. Er weiß es. Er weiß alles. Du, er ist hier. Lauf, lauf, Buddy, lauf. Wer ist hier und was weiß er? Außerdem ist es immer super, von der Flammengestalt wegzulaufen. Wenn du nicht mal weißt, wohin, verflucht. Okay, da schon mal nicht, dann gehen wir da lang. Warum kann ich mich nicht gleich vom Zug überfahren lassen? Wäre doch mal ein bisschen cooler, ne? Aber Leute, ich hab's dann durch, hoffentlich. Bald. Haha, dann seid ihr die Nächsten. Oder wie ich sau gerne sage, mit ganz tiefer Stimme. Ihr seid die Nächsten. Ihr seid die Nächsten, die es dann durchspielen dürfen. Ne? Ich hab überhaupt keine Platzangst. Ich hab Höhenangst, Platzangst und ich mag keine dunklen Gänge. Außer ich hab meinen Baseballschläger dabei. Aber wie ihr gesehen habt, das Schlimmste ist das am Anfang mit den Tierchen, das, also mit diesen komischen Rotkopf-Männern. Wenn ihr das überstanden habt, dann ist der Rest Kindergarten. Jo. Ich schätze mal, da darf ich jetzt rein oder muss ich sogar rein oder wie schaut's aus? Ich bin völlig gechillt. Stille ist ein Muskel. Sie dringt bis in den Kern unseres Wesens vor und vereint sich mit dieser mystischen, omnipotenten Omnipräsenz. Dieser Funke vereint uns wieder mit der Quelle. Aber es gibt so viele Schichten der Realität, mit denen wir uns identifizieren, die es schwer machen, sie zu greifen. Eine konzeptuelle Realität, eine Schicht der Realität. Ja, lass mich in Ruhe, du blödes, behindertes Mistvieh. Die Schnauze von euch voll. Geht woanders spielen. Kein Bock mit euch zu spielen. Sucht euch einen anderen Spielkameraden. Ich bin nicht da. Es war so klar, dass die Mistviecher wiederkommen. Okay, West, North, North. Vorhin war ich West, jetzt gehe ich North. Also Nord, in den Norden. Vorhin war ich in den Westen, jetzt gehe ich in den Norden. Ja, klar. Wenn ich das Spiel beendet habe, dann ist für mich heute erstmal Schicht im Schacht. Dann gibt es kein Spiel danach. Dann werde ich morgen wieder irgendwas streamen. Aber ganz sicher nichts, was irgendwie mit Horror oder irgendwas in der... Was? Ich kann ja nicht vorbei. Ach du Scheiße. Was zum... Wird vermisst. Was zum... Ich hab doch gesagt, mit mir ist irgendwas. Das bin ja ich. Ich werd vermisst? Im Ernst? Oh, hat er mal Blutbad bestellt? Nein. Jetzt ist Blutbad... Wow. Entweder bin ich tot
Oder der ist auf einem mega miesen Trip. Where at the end? Okay, jetzt müssen wir jemand helfen, der gut Englisch kann. He was there at the end. Könnt ihr das ganz kurz jemand übersetzen? Mein Englisch hapert halt ein bisschen. Hier war, we are at the end. Na wurscht, ich geh mal weiter. Warte mal, he was there at the end. Hier was? Hier war. Hier war jemand am Ende oder hier ist jemand am Ende, kann das sein? Da sind Dinge an den Wänden. Manchmal kann sie hören, wie sie sich bewegen. All die Geister aus den Geistergeschichten, all die treuigen Hingespinste, die Stück für Stück durch den Putz dringen. Er war am Ende da. Danke! Also war ich doch nicht so ganz falsch. Ach nur Schuhe, ey. Ich hätte gedacht, da kommen jetzt Köpfe entgegen oder so. Ich weiß nicht, ob das klug ist, aber ich gehe einfach mal hier lang. Ich will ja auch wieder hoffe, hier irgendwo rauszukommen. Bitte! Ich gehe wieder zurück. Tschüssi, da unten war's. Lustiger. Aber wenn der eh schon stand, der war am Ende da. Warum bin ich's da nicht? Kann ich mich jetzt hier nicht einfach hinsetzen und erschießen? Bitte? Bist du? Ich kann da nicht hin zu dem Typen oder was auch immer das ist da. Warum kann ich da nicht hin? Hallo? Lass mich da durch. Ich will da hin. Elf Zuschauer, Leute, ihr seid doch krass, aber vielen Dank dafür. Habt ihr das auch gesehen? Ich habe es gesehen. Und ich laufe mal ein bisschen schneller. Da war so ein Mistkill hinter mir. Und warum werde ich immer kleiner? Leute! Alter, das ist so abgefuckt, Mann.
Wer war am Ende da? Ich? Der Tod? Der Teufel? Ja, wird ja wieder besser. Du machst mir Mut, ey. Klar. Und ich darf jetzt in diese komische Suppe rein. Yay! Läuft doch. Ach, ich laufe auf dem Blut, nicht in dem Blut, auf dem Blut. Okay, und jetzt? Yay, ich darf in den Sternenhimmel leuchten oder was auch immer das da ist. Ach du Scheiße. Ja, nee, ist klar. Das glaube ich nämlich langsam auch. Jetzt ist die Frage, was zur Hölle habe ich angestellt, dass der Teufel himself mich jagt? Ha. Ich bin in der Hölle. In der Hölle und der Teufel hat mich geholt. Alter. Leck mich. Also eins wissen wir schon mal, ich werd vermisst. Wow, ich war mein Solo-Stream, Entschuldigung. Ich werd vermisst und irgendeine Flammengestalt jagt mich. Ich hätte mir vielleicht ein paar Infos davor holen sollen, hab. Erwähnt, dass ich jetzt gerade echt extrem pinkeln muss. Okay, Leute, ich werde jetzt mal meine verdiente kleine Pause machen. Ich werde den Text noch schnell vorlesen. Wir nehmen jetzt die Verbände ab. Du musst tapfer sein, um ihretwillen. Lächle einfach und sage ihr, alles ist in Ordnung. Es ist schlimm, ich weiß, aber du musst tapfer sein. Nein, nein, halt, komm zurück. Sie ist noch immer deine Tochter, komm zurück. Okay. So Leute, es gibt eine kurze kleine Pause, weil ich muss mal ganz dringend auf WC. Die anderthalb Monster wollen ihren Ausgang finden. Und ich bin sofort wieder zurück. Du.
So, bin wieder da. Okay, da geht's nicht weiter hoch. Da geht's nur wieder runter. Hört man mich eh gut oder ist das Spiel zu laut? Das jetzt nach 2 Stunden zu fragen ist auch witzig, ne? Ich glaube, die hellen Passagen, die ich immer sehe, wenn sie da ist, ich glaube, das ist der Himmel. Falle, oder? Ja. Ne, ich entweder falle ich oder rutsche ich gerade. Ich habe keinen Plan. Ich kann aber auch nicht abbremsen. Ich kann nichts machen. Warum holt dieser Teufel mich nicht einfach? Weißt was, dann hol mich doch einfach, verdammt. Komm, hol mich. Dann hat sich's erledigt. Jetzt hatte ich gedacht, ich könnte es beenden, wenn er mich holt, aber nein. Desto öfter ich sterbe, desto mehr Leute sind hier. No entry. Blut. Das unaufhörlich steigt. Ich kann auch nicht schneller laufen, das ist... Bin ich jetzt direkt in der Hölle oder wie? Aber ich bin zumindest wieder im Freien, das ist schon mal etwas erfreulicher. Gedanken verarbeitet. Was ist das? Ist es nur ein Ort für alle diese Ideen, eine Art Sammelplatz? Dafür, dass ich ja eigentlich aufhören wollte, treiben wir gleichzeitig durch die Wirklichkeit und andere Orte, die uns nur nicht bewusst sind. Was wir ständig sehen und woran wir festhalten, ist das, was wir entschieden haben zu glauben. Das Bewusstsein könnte alles und nichts zugleich sein. Alles ist nur gleich. Es kommt nur darauf an, wie offen und bereit man ist, zu glauben. Wir bewegen uns, kann es sein? Ja. Also erstmal ohne Scheiß Props an die Programmierer. Es ist ein hammer geiles Spiel. Also es gefällt mir wahnsinnig gut. Und ich, der normalerweise gar kein Horrorfan ist und eigentlich schon aufhören wollte, ne? Aber jetzt bin ich schon doch seit über 2 Stunden dran.
ist das mal übelst nice. Die Grafik, auch wenn ich die Story leider gerade immer noch nicht drauf komme, mir leider nur Sachen zusammenreimen kann, aber es ist mal übelst krass. Ich habe in meiner gesamten Lebenslaufbahn schon einige Spiele gespielt, aber das hier ist richtig krass. Vor allem, ich kann nichts machen, ich kann nicht nach vorne, ich kann nicht zurück. Das Einzige, was ich kann, ist, dass ich mich umgucken kann. Mehr aber auch nicht. Vor allem, ich sehe das ja genau wie ihr zum ersten Mal. Es ist so krank, Mann. Einerseits krank, einerseits richtig, richtig gut. Irgendwie will ich noch gar nicht, dass zu Ende ist. Aber ich glaube, das neigt sich langsam dem Ende zu. Ich weiß nicht, ob ihr das Flüstern auch teilweise hört, aber das ist so krass. Tribut. Kann ich nicht wieder ein schöner zurück? Nicht wieder rein. Achso. Doch, passt. Es war ein verdammter Trip gerade, Mann. Was war das für ein Trip? Nein. Du erschreckst mich nicht mehr, ich wusste, dass du kommst. Das wäre ja auch zu leicht gewesen, wenn du... Ach du Scheiße. Komm, im Ernst? Wie soll ich denn da vorbeikommen, Mann? Ich dachte, ich hätte es durch. Laut Internet hat er geheißen, 2 Stunden. Jetzt bin ich schon über 2 Stunden und es ist immer noch nicht zu Ende. Was?
Ja. 2 Stunden für Leute, die vielleicht nur durchrennen und die vielleicht schon alles wissen. Aber nicht für mich. Diese Mistviecher immer noch. Ja, ich weiß, du hast mich gesehen, lass mich in Ruhe. Ja, ich weiß, halt deine verdammte Klappe, du Mist, wie du Elend. Ja, Mann, ist klar. Jetzt sind die nicht mehr erschreckend, jetzt sind die Viecher einfach nur noch nervig. Ich laufe gerade in die verkehrte Richtung. Von da bin ich gekommen. Warum sagt mir das keiner? Dass ich gerade in die verkehrte Richtung laufe, dass ich da eigentlich lang muss. Lass dich von ihm nicht sehen oder so. Du hast mich gesehen. Halt die Fresse.
Die sind nicht mehr gruselig, die Tierchen sind einfach nur noch nervig. Scheiß drauf, running. Aua. Warte. Wir landen dann irgendwie beim, irgendwo in der Mitte und kaufen ein neues Raumschiff, um alles rückgängig zu machen. Steuerung Z immer und immer wieder. Bis du einen Haltepunkt hast. Und du kommst zum Checkpoint und läufst rückwärts und dann komplett raus. Für einige die Vorhölle. Limbus für die Unsterblichen. Und ich schätze, für alle anderen. Ich bin im Kreis gelaufen. Keine Ahnung, ob es richtig ist, wo ich hier gerade hinlaufe. Aber ich hoffe es mal. Ja, komm, bring mich um, komm. Wenn du schaffst, du Bulli. Also hier war ich noch nicht, weil das sind noch Batterien drin. So alt. Aber du bist nicht alt. Buddy, keine Ahnung, was hier los ist. Du musst unbedingt Dana finden. Sie weiß sicher eine Lösung. Du musst gehen. Ich gehe dann auch. Okay? Aber wenn das nicht wir sind, mit wem oder was sind wir? Hä? Bereit? Nein. Du schaffst das. Ich weiß es, Mann. Ich weiß ja noch nicht mal wohin, du Vollhonk.
gib mir einen Tipp. Hallo? Ey! Tipp! Wohin? Du Freak. Ach ja, geil. Hi. Für Tipps und Tricks wäre ich jetzt echt dankbar. Ja, ich weiß, du hast mich gesehen. Hi. Bring mich doch einfach um, Mann. Ja, danke. Noch mal zu. Na, komm schon. Ich hab eh gerade keinen Plan, wo ich hin muss. Mhm. Schön war's. Verpassen. Im Innen immer näher. Das ist ja richtig aufbauend. Lass mich raten, du kennst das Ende schon. Ich habe zwar um Tipps gebeten, aber nicht Tipps, die mich wahnsinnig machen. Es ist schon mal gut, dass ich dem Ende immer näher komme. Okay, wenn ich jetzt hier aus der Tür rausgehe, rechts oder links? Wie aber gleich? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, Mann. Was da draußen wartet, so Viech, was mich fressen will. Nett, ne? Rechts. Das heißt hier und dann hoch, ja? Gut. Hi! Ja, ich hab dich auch lieb. Ich hasse sowas. Kannst mich ja nicht gesehen haben. Toll. Dann bin ich ja erheiternd. Nein, falls die Frage kommt, ich spiele es jetzt einmal durch und danach nicht nochmal. Nein, das könnt ihr gerne dann ihr machen. Nicht ich. Ich bräuchte irgendeinen Orientierungspunkt. Den ihr mir wahrscheinlich nicht geben könnt. Oder?
Ich habe geträumt, dass ich am Rand einer Klippe stand und du sahst so schön aus und ich sagte, sieh dir das an und dann bin ich gesprungen und aufgewacht, weil ich gefallen bin, aber es ist kein Traum gewesen, weil es nie ein Traum gewesen ist. What? Okay. Ah, ich musste die Treppe hoch, wetten? Ja. Lauf mir hinterher, hol mir eine runter, gib mir einen kleinen Schub, komm schon. Halt die Fresse, Mann. So ein nerviges Miststück. Ach du Scheiße. Ja, Mann, halt die Fresse. Im Ernst jetzt. Haha, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Haha, ich glaube, ich hab's gleich. Hoffe ich zumindest. Instinktiv hoffe ich, dass ich's gleich hab. Bitte. Okay. Oh. Ich werde feurig empfangen. Dann kann ich ja nur richtig sein. Klar, man rennt in ein Haus rein, was brennt. So BD. Lass mich raten, hinter mir ist dieser komische Feuertyp. Ich kann ja leider gerade nicht nach hinten gucken. Der fette Typ und das Kind sind in letzter Zeit wieder rumgekommen und haben alle eine neue Art gezeigt, Party zu machen. Tanzt den Alligator-Tanz, wie sie es dir gezeigt haben. Hebt die Hände in die Luft, bewegt deine Füße, schrei herum. Der Alligator-Tanz, ich glaube, den habe ich schon mal gehört irgendwo. Tankstellen, also Tanksäulen, verbrannte Menschen, soll mir das was sagen? Wow, nein! Ich bin falsch gelaufen, verdammt! Ich gedacht, da hätte ich hochgemusst. Bomb, fünffach Nekrose, was? Muss ich nochmal nachgucken. Warum warnt mich denn keiner, Mann? Naja, zumindest haben wir eine Trophäe bekommen. Oh. Oh nein. Ich bin wieder in so einem blöden Haus gelandet. Ach, nicht doch schon wieder hier. Leute. Was? What the fuck? Bleibst du jetzt vielleicht mal stehen? Gangertest, danke. Bist du sicher? Hast du dir das gut überlegt? Du willst, dass es wieder so wird wie früher. Aber der Schmerz gehört auch dazu. Was für ein Schmerz? Hä? Ich dachte, ich wäre über dich hinweg. Aber ich muss zugeben, es war toll, dich nach all der Zeit wiederzusehen. Vielleicht habe ich mich doch geirrt. Ich weiß nicht. Ist wirklich nicht leicht. Komm zu mir, wenn du dich entschieden hast. Wenn ich das jetzt nochmal von 9 anfange, höre ich auf. Das ist creepy.
Ich brauche dann auch irgendein anderes Spiel, irgendwie, dass mein Kopf wieder klar wird, weil es ist gerade super verwirrt. Ach du Scheiße. Ah, ich kann auf Wasser laufen. Oder was auch immer das darstellen soll. Ist doch Wasser, oder? Naja. Sieht zumindest wie Wasser aus. Aber die Spiegelung ist schon der Hammer, oder? Ja, definitiv. Oh, fuck. Ich bin am Arsch. Kann ich wieder umdrehen? Darf ich? Ich kann mich nicht bewegen. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Okay, ich lebe anscheinend noch. Als sie zurückkam, war das alles, was da war. Ein toter Planet. Und von dir war nichts mehr als Asche übrig. Also bin ich gegangen und habe versucht, dich zu vergessen. Doch wiedersehen. Also erschuf ich einen Ort, zu dem du zurückkommen könntest. Diesen Ort. Es tut mir leid, dass ich mich nicht mehr an jedes Detail von damals erinnern konnte. Es ist einfach so lange her. Ach so, deswegen musstest du mich an einen Ort schicken, wo Typ mit Flammen mich jagen, mich Tierchen die Birne einhauen und keine Ahnung was noch alles. Jetzt liegt es an dir. Du musst entscheiden, ob es eine Zukunft für uns gibt. Was muss... Lass mich vorbei, du. Ich bin angepisst. Du hast ja nicht mehr eine Zigarette für mich. Wehe, es hat sich jetzt nicht gelohnt, Mann. Die ganze Hölle. Tor 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Ah, hier. Schon bald musst du dich entscheiden, ob er lebt oder ob er stirbt. Was, wer? Ob alle leben können oder ob alle tot bleiben. Was, wie, bin ich jetzt Gott oder was? Darf jetzt einmal schnipsen und die leben alle oder was, oder? Tut mir leid, dass ich dir das aufhörte. Was, blödest du, was... Was zum... Mit dem Achter fahren, bitte. Oh! Ich schwebe. Bin ich tot? Sie ist der Teufel. Wetten? Jetzt wache ich gleich. Und brenne wie eine Flunder. Wetten. Oh, da ist ein Spiegel. Oder was ist das? Thank you.
steht da wie eine Statue. Oh, du hast es geschafft. Ich wusste, du kannst es. Buddy, ich hab mit Dana geredet. Es tut mir verdammt leid. Aber sie meinte, das war's für dich, Kumpel. Du bist auf der falschen Seite des Spiegels. Du und dieser Ort. Ihr werdet verschwinden. Aber was mich betrifft, das liegt ganz bei dir. Nimm meine Hand und ich kriege eine zweite Chance. Alle von uns kriegen eine zweite Chance. Dieser Hammer, das ist der andere Weg. Aber du musst das nicht tun, denn ich bin jetzt anders. Ich habe so viel von dir gelernt. Der Schläger in den Kanälen, du hast richtig gehandelt. Das verstehe ich jetzt. Und im Theater, du hast alles getan, was möglich war. Und die anderen Sachen, die du in der Stadt gemacht hast, ich versteh's. Ich verstehe, wer ich sein muss. Du entscheidest, Buddy. Nein, nicht ich entscheide. Ihr entscheidet. Bist du doch hier. Ihm die Hand geben oder Spiegel zerschlagen. Ihr entscheidet. Na los, Buddy. Nimm meine Hand. Ihr entscheidet. Das ist dein letzter Akt. Mach was draus. Hand nehmen. Spiegel. Nee, Spiegel hilft mir nicht. Soll ich ihm die Hand geben oder soll ich den kaputt machen? Hand geben oder kaputt machen? Ihr entscheidet. Na los, Buddy. Nimm meine Hand. Das ist dein letzter Akt. Leute. Mach was draus. Hau drauf, okay. Machst du? Das ist die falsche Entscheidung. Du wirfst alles weg. Nicht! Tu's nicht! Tu's nicht! Warte! Nihilist. Ladies and Gentlemen, somit möchte ich mich nach fast 3 Stunden. Leute, ich bin durch. Ich bin echt durch. Ich muss sagen, ein sehr, sehr geiles Spiel. Wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel. Auch wenn ich die Story leider immer noch nicht kapiere, aber es ist ein richtig, richtig geiles Spiel. Wer einfach mal den Kopf abschalten will, sich ein bisschen gruseln, der ist bei dem Spiel schon mal richtig, richtig gut angebracht, weil es ist so durch, dass es schon wieder gut ist. Die Musik, die Musik, die Grafik, das Spiel überhaupt, ein Wahnsinn. Wirklich ein absoluter Wahnsinn. Ich weiß, ich werde mich demnächst noch ein bisschen durchlesen, was der Sinn des Spiels war, oder beziehungsweise die Story des Spiels, weil ich bin bis jetzt, wie gesagt, noch nicht ganz durch. Ich würde die andere Seite gern noch sehen, aber ich werde es jetzt nicht nochmal durchspielen. Ich schaue, dass ich vielleicht bei dem Ende jetzt weitermachen kann und mich dann anders entscheiden. Wie gesagt, oder wisst ihr was? Kauft euch das Spiel selber. Sobald ich weiß, müsste es. Ich hoffe, ich rede jetzt keinen Schwachsinn, aber Here They Lie ist, glaube ich, gar nicht so teuer. Ich glaube 10, 15 Euro oder so. Oder vielleicht auch noch billig, gratis, ich weiß es nicht mehr. Aber auf alle Fälle, wenn ihr das noch nicht habt und ihr wollt dezent mal abschalten und euch ein bisschen gruseln, kauft es euch. Ich muss aber sagen, dass am Schluss diese komischen Tierchen da, oder Mensch,
Kirchen da, was auch immer das war, am Schluss eher genervt haben, anstatt dass sie gegruselt haben. Vor was ich mich mehr gegruselt habe, war die Menschen mit den Tiergesichtern. Vor denen habe ich mich am meisten geärgert, weil, oder nicht direkt geärgert, aber gegruselt, weil du weißt noch nicht, du kommst nicht wirklich drauf, was sie jetzt vorhaben oder was sie jetzt machen. Aber ich glaube, die Menschen, die da die Tiermasken aufhaben, sollten uns repräsentieren. Unsere schlimmsten Eigenschaften, Arten oder was auch immer. Bevor ich jetzt noch weiter rede, ich wollte eigentlich die letzten 17 Minuten noch reden, aber das werde ich mir jetzt verkneifen. Ich wünsche euch auf alle Fälle erstmal jeden, der im Stream dabei war, ein ganz, ganz großes vielen, vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt, dass ihr mir geschrieben habt. Vielen, vielen Dank für jeden Follow, für jeden Host. Vielen, vielen Dank dafür und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich melde mich dann aber Twitter und so. Okay. Tschüss.